588. Leer. Leute, willkommen zu diesem weiteren wunderschönen Vlog. Hey! Ich mache YouTube. Ja? YouTube? Ja? Shakira. Komm, es ist halt einfach immer die gleiche scheiß Melodie, es ist halt einfach nie mal schön. Es ist ja nicht mal angenehm, es ist einfach nur nervig. Okay, Leute, willkommen zu diesem weiteren Vlog. Willkommen zu einem weiteren Tag hier im Hey-Zug. Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach Rheine, denn meine Schwester hat heute ein großes Turnier mit ihrem neuen Pferd. Das erste Turnier sozusagen, jemals. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Boah, Digga, ich bin richtig müde. Es ist irgendwie so 3 Uhr nachts gerade. Und ihr seht es auf jeden Fall, 3 Uhr nachts. Also wir fahren jetzt zu meiner Schwester und schauen mal vorbei. Ich denke mal, die wird todesaufgeregt sein, aber wir nerven sie einfach wieder ein bisschen nebenbei. Leute, ihr kennt mich. Und nebenbei schauen wir mal, ob das Pferd sich gut performt, was ich hier gekauft habe. Oder ob wir dann nochmal die Grafikkarte ausändern müssen in den Pferden. Ich muss den Kopf reinmachen. Flash, wir sind da. Flash, wir sind... Kannst du bitte deinen Kopf reinmachen? Angenehm. Wir haben gerade die Information abgeholt, dass wir gerade vom Ehrentim abgeholt werden. Das ist sehr geil. Das heißt, der wird mal wieder Auto fahren. Junge, ich finde das so unangenehm, wenn Tim Auto fährt, ne? Alles andere unangenehm. Okay, let's go. Da da da! Bruder! Hey. Digga, ist das komisch, dass du ein Auto hast, Bro? Ich weiß. Ist das angenehm? Was geht ab, Bro? Hast du Bock, heute auf ein Pferdeturnier zu gehen? Auf jeden Fall. Jawohl! Okay, let's go. Leute, wir sind jetzt hier angekommen und direkt das erste, was man auf so einem Reitturnier sieht, ist erstmal direkt ein Kothaufen, Digga. Hast du auch schön reingeschüttet. Schön gammelig. Ja, Mann. Richtig nice, Alter. Wir müssen erstmal Lea finden, weil die hat jetzt irgendwie so ein Vorturnier oder so, vor dem richtigen Turnier. Und wir geben ihr mal ein bisschen unseren Support, ne? Wir schreien sie aber ein bisschen an. Ja. Leute, das sind meine Lieblingspferde hier. Yeah, kann man die auch reiten? Die haben eine bessere Frisur als du. Oh! Oh. Alter, sie hat mich völlig auseinandergenommen, Alter. Tschüss! Oh, nein. Angenehm, Tim. Ich hab grad ein Stück Scheiße getreten, richtig, ey. Angenehm. Oh. Digga, sie hat mich ja völlig weggedisst, Alter. Die ist ja. Lea! Mann! Wo ist sie? Ich bin lost hier, Alter. Hier sind nur Pferde und komische, unfreundliche Frauen. Die haben eine bessere Frisur als du. Leute, wir haben Lea gespottet. Wenn sie an uns vorbeiläuft, dann werde ich sie einfach anschreien. Ist ja, ja eh noch kein richtiges Turnier, glaube ich. Lea, hallo! Oh. Sie ist völlig konzentriert, Alter. Sie ist völlig in ihrem Wahn. Hallo, Madame. Sie mag mich ja gar nicht mehr. Hallo, Madame. Oh, eiskalt ignoriert worden. Oh, ich möchte gehen. Ich möchte gehen. Ja. Nee, ist nicht schlimm. Ich mach einen großen Zirkel. Oh, Scheiße. Oh. Lea reitet gerade, ich zeig mal. Ich schreie die ganze Zeit, hallo, Madame. Hat sich gerade verritten. Oh. Vorne reiten, das ist halt wie Scheiße. Abteilung. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Ja, aber egal. Oh. Madame, was hast du getan? Nein. Madame, du hast mich gar nicht gehört. Ich hab die ganze Zeit. Als ob ich da jetzt das sage. Madame. Ich hab die ganze Zeit Madame geschrien. Hallo, Madame. Tschüss. Okay. Also, anscheinend hat sie irgendwie ein paar Fehler gemacht. Aber die richtige Prüfung kommt ja gleich. Was ist gerade passiert, Madame? Also, Belly ist ausgegangen und der Motor hat leider nicht mitgemacht. Im Galopp einmal kurz einen Trab eingelegt. Wenn ausgeht, einfach neue starten. Okay, keine Ahnung. Also, ich kenne mich immer noch null aus. Ich werde daraus auch nicht schlauer. Also, let's go. So, Madame, jetzt geht's gleich mit der richtigen Prüfung los. Bist du aufgeregt, Madame? Sie hat gar keinen Bock auf dieses Video, Alter. Oh, scheiße, das Pferd. Aber ist das Pferd gut? Habe ich das gut gemacht? Ja, der ist gut. Aber ich habe mich verritten einmal. Darf ich mitreiten gleich bei der nächsten Runde? In der nächsten Runde, da strenge ich mich richtig an, weil da gibt es 100 Euro Preisgeld. Oha, 100 Euro? Ja. Also, ich meine, ich habe das Pferd ja mitbezahlt, also kriege ich ja auch Anteile, ne? Gleich muss ich mich richtig anteilen. Das ignoriert sie einfach. Darf ich mitreiten gleich hinten drauf? Nein. Nicht aber. Tschüss. Okay. Schon wieder die Frisur. What the fuck? Okay. Wieso sind hier eigentlich zwei Kameras? Weil wir heute professionell unterwegs sind mit zwei Kameras. Also Lea, ich wünsche dir gleich viel Glück bei der richtigen Prüfung. Wir holen uns jetzt eine Pommes. Let's go. Ich bin zu cool for school. So, meine Freunde, jetzt wird sich ein bisschen Pferdefleisch gegönnt, Alter. So direkt daneben sind einfach so Pferde. Tim, mach mal den Flieger. Oh nein, mir ist etwas Ketchup auf mein Handy gefallen. Ich find's geil. Mom, hast du dir auch Pferdefleisch geholt? Das geht gar nicht. Meine Vlogs gehen halt einfach nicht. Denn sie rollen. Das sieht genauso aus wie meine Schwester. Nur in anders und so. Okay, lass uns ein Bild machen. Nice. Kein Ding, Lea. Ich glaube, wir haben die einzig coolen in diesem ganzen Reitturnier hier gefunden. Und zwar haben wir gerade zwei Leute im Lightning Bush gespottet und wir wollen jetzt erschrecken. Let's go.
Sie haben uns schon gesehen. Oh fuck! Sie haben uns schon gesehen, Alter. Nein, die haben uns gespottet, Alter. Alter, man sieht sie halt echt so von 20 Metern Entfernung, Alter. Das Lightning, Alter. Hallo! Man sieht euch halt einfach schon von 200 Metern Entfernung. Die einzig coolen in dem ganzen Reitturnier hier. Alle sehen aus wie Lea. Oh, so viele Leas hier, Alter. Da ist eine Lea. Lea! Ja, hallo Lea. Oh, noch eine Lea. Sehen ja alle gleich aus. Da hinten ist wirklich Lea. Yay! Lea, hallo! Oh nee, das ist gar nicht Lea. Ich dachte, das wäre wirklich Lea, aber es war wirklich nicht Lea. Okay, ich glaube, wir sind einfach nur verwirrt. Oh, da ist die richtige, echte Lea. Ich habe so viele Leas schon gesehen heute, das glaubst du gar nicht. Ich kann dich auch auf dem Pferd würgen. Okay, Madame, ich wünsche dir gleich viel Glück bei der Prüfung, ne? Ja, bleibst du nicht hier? Ich bleib hier. Ich werde dir nur kurz in den Arm beißen. Hey, aber ich kann. Guck mal, was Welli kann. Oh, Welli, oh mein Gott, Welli. Was Welli kann, warte. Okay. Was ist daran jetzt cool? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab absolut nicht verstanden, was es war, aber ja, das war wirklich super. Viel Spaß bei der Prüfung, Lea, ne? Ja, du musst dann zuschauen und nicht die ganze Zeit Madame schreien. Was? Ich schreie die ganze Zeit Madame, du Arme. Hallo, Madame. Okay, meine Freunde, scheiße, wir haben's verpasst. Alter, Lea hat schon das Rennen hier. Das Rennen? Ja, einfach ein Rennen. Okay, diesmal werde ich, glaube ich, nicht reinschreien. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, was sie gerade macht. Ich glaube, sie reitet gerade. Das könnte sein. Ich weiß natürlich, wer Lea ist, ne? Du weißt nicht, wer Lea ist? Die sind alle gleich aus. Jetzt geht's ab. Jetzt wird das Rennen geht los. Lea ist auf dritter Position. Dum-dum-dum-dum. Digga, hinten ist Lea. Lea ist auf dritter Position. Dum-dum-dum. Lea, hol auf. Ich glaube, das ist gar kein Rennen. Los, den blauen Cooper. Scheiße. Auf einmal macht sie den hier, Digga. Lea, mach weiter mit dem, was du gerade machst. Ja. Okay, Leute, ich bin ehrlich, ich verstehe davon absolut gar nichts. Ich würde sagen, wir filmen mal und fragen Lea, wie es gelaufen ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist der Statusbericht, das ist mir super. Ich verstehe überhaupt nicht, was passiert. Deswegen bitte erklären wir mal kurz, was passiert ist. Das ist alles super. Hey, haben wir Geld gewonnen, Madame? Nein, aber das war richtig. Wieso haben wir kein Geld gewonnen? Das müssen wir noch nicht wissen, aber ich glaube nicht. Aber haben wir Geld gewonnen? Das war richtig gut. Eine Frage habe ich, aber wie längst du denn mit dem Lenkrad? Wo ist das? Wo ist das Lenkrad? Ja, das Lenkrad, das sieht man nicht. Das sieht man nur, wenn man den Helm aufhat. Ach so. Ah ja. Aber wo ist das Geld? Wo ist das Geld, was wir gewonnen haben? Wann bekommst du die Auflösung, Madame? Gleich. Okay, dann erzähl uns, wenn wir Geld gewonnen haben. Dann kommen wir wieder. Okay, meine Freunde, jetzt kommt die Siegerehrung. Jetzt wissen wir, ob wir Geld gewonnen haben. Ich meine, meine Schwester Geld gewonnen hat. Lea! Hallo! Ich bin ein sehr angenehmer Mensch. Das ist ein Podest, Digga. Oh, wenn Lea nicht aus Podest ist, dann gibt es Protest. Podestieren bist du dann. Podestieren. Ah, Tim, der war ja richtig hier. Oh, da kommen die Medaillen, Alter. Jetzt guckt euch die Medaillen an. Eine Medaille würde ich auch gerne haben, ohne Pferd. Ich rette einfach so Hobbyhorsing-mäßig, ja, Digga. Lea, also, dachte ich. Das sind ganz viele Leas. Das sind so viele Leas gerade, Alter. Lea, Lea, Lea. Abi, 588. Lea, Lea, Lea. Lea. Sie hieß einfach Lea. Niemals. Aber herzlichen Glückwunsch. Die hieß auch noch Lea. Es waren alles Leas. Es ist einfach. Auf Platz 2, die 390, Justus Seifert. Der Wert wurde 8,3. Lea. Lea, Sigmar Vierte. Ich will mich umbringen. Es wird immer peinlicher, Jungs. Zweimal Platz 8 mit einer Wertnote von 7,2. Einmal an die 885. Lea Schierdemann. Ja. Okay, das ist eigentlich traurig. Zweitletzte. Aber egal. Ich bin einfach nur schockiert. Wir haben kein Geld gewonnen. Das war wieder ein tolles Turnier, ne, Madame? Ja. Ein super tolles Turnier. Morgen hast du noch mal eine Runde, da wirst du dann auf jeden Fall das Geld nach Hause holen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder mit Tims wunderschönen sexy Auto nach Hause. Ich habe gehört, du bist Erste geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt muss ich aber ein Bild mit dir machen. Ich wollte aber vorhin ein Bild mit mir machen, aber jetzt habe ich ein Bild mit ihr gemacht, weil sie famous. Ey. Leute, wir sind jetzt hier noch in die Innenstadt gegangen. Ich hoffe, Lea wird mir jetzt bald irgendwann ein wenig Geld geben. Morgen hat sie auch noch ein Turnier. Wer das sehen will, muss einfach auf Leas Kanal vorbeischauen. Wir gehen jetzt noch kurz beim Eismann vorbeischauen, Leute. Und außerdem ist jetzt hier in der Innenstadt so ein Strand, also so ein City-Strand. Da bin ich auch mal mega gespannt. Und für den Strand ist natürlich Flash dabei. Flash, du bist dabei. Ja. Okay, boah, das soll jetzt hier der Strand sein. Tschüss. Toll. Ja, als ob, Alter. Geil. Okay. Ist auf jeden Fall entspannt. Digga, okay, das ist schon cool. Vor allem mit der M-Star. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen eine kleine Beach-Party oder was? Flash. Oh, ja. Yeah. Strand. Ja. Yeah. Strandmontage in 3, 2, 1. Zurück zu Hause, das war einfach eine tolle Strandmontage. Bin sie zufrieden mit ihrer Leistung? Ja, ich bin zufrieden. Oh, dann haben sie ja das Geld nicht geholt, ne? Oh. Morgen hast du auch noch ein Turnier, das filmst du dann auf deinem Kanal? Genau, ich habe heute auch schon mal mir mitgefilmt. Und morgen... Auch schon mal mitgefilmt, wir müssen Werbung hier machen, ne? Genau, mein Kanal heißt
Teddy Horst und ich habe fast 100.000 Abonnenten geschafft. Leute, ich würde sagen, geht auf Hashtag und euch die besten sexy Slidey Wurscht, wenn ihr dann blitzt, meine Freunde, seid schneller als jeder andere. Sorgt dafür, dass es nicht mehr so arme Menschen wie Jo gibt, der so eine komische Marke hier tragen muss. Sorry. Lasst ein Abo da, ich zeige euch Videos und ich würde sagen, haut rein und tschüss. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the bolognese, I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they got it, on record, off record, I let them take advantage, I was wildin', on record, off record, deals, tell them talk to Colin for the quote, on record, I still want the act, not the ghost.